Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist wieder einmal ziemlich früh am Morgen und ich darf euch eine Botschaft überbringen. Sie kreist schon seit ein paar Tagen in mir und es braucht halt immer den richtigen Moment und vor allen Dingen braucht es Zeit und die ist bei mir im Moment etwas knapp. Deshalb jetzt am frühen Morgen. Habt bitte keine Angst vor dem Neuen und Unbekannten. Es wurde schon im letzten Jahr immer wieder gesagt, es wird etwas ganz, ganz Neues kommen. Die Menschen, die sich vorbereitet haben, manche über Jahrzehnte, einige seit ein paar Jahren, manche erwachen jetzt. Alle, die sich vorbereitet haben und vorbereiten, indem sie nach innen schauen, ihr inneres Haus durchputzen bis in den Keller. Die Menschen, die wirklich ihre wahre Macht und Schöpferkraft annehmen wollen, die erkennen, dass ihr Ego einfach nur der Motor ist, um hier als Seele in der Dualität zu leben. All die Menschen, die sich mit den natürlichen Gesetzmäßigkeiten auf der Erde beschäftigen, dem Gesetz der Anziehung, dem Gesetz der Resonanz, dem Spiegelgesetz und vielen, vielen anderen, von denen so viele Menschen, wie ich, schon berichtet haben. Es wurden so viele Bücher geschrieben, mittlerweile so viele Videos gemacht zu den natürlichen Prozessen auf der Erde und den natürlichen Prozessen im Menschen, die so viele wieder vergessen haben. Und all die, die sich darum bemüht haben, sich wirklich selber kennenzulernen, diejenigen, die ihre Energie dafür einsetzen, sich zu lieben, wertzuschätzen und sich selbst zu vertrauen, werden mit Leichtigkeit die Wunder und Geschenke dieses Neuen und Unbekannten annehmen können. Und diejenigen, die sich in ihrem eigenen Licht befinden, ihr Licht ausdehnen und leuchten, werden anderen dadurch Leuchtturm sein, Wegbereiter und Seelsorger, Unterstützer. Denn durch die große Angst vor Neuem werden die meisten Menschen zurückgehalten in ihrer Entwicklung. Und dann dürfen all diejenigen, die wissen, dass das größte Unbekannte in uns ist, all diejenigen, die das Unbekannte erkannt haben, umarmt und geliebt haben und weiterhin lieben werden, all diejenigen können jetzt bereit sein für die, die aus der tiefen Dunkelheit jetzt ins Licht erwachen und sich nicht auskennen, die keine Ahnung haben, wie es ist, wenn man herauskommt, herausfällt aus dieser Starre, aus diesem Funktionieren, aus dieser alten Matrix. Und die Matrix ist so dünn geworden. Sie ist nur noch ein Schein. Sie ist nur noch ein Nebel. Und doch stecken noch viele darin fest. Es ist nicht unsere Aufgabe, sie da rauszuziehen oder zu schütteln und zu sagen, du musst jetzt aufwachen. Das funktioniert nicht. Sie haben Angst vor dem Unbekannten. Und es ist nachvollziehbar. Das Ego mag das Unbekannte und Neue überhaupt nicht. Es hat Angst davor. Ich habe es schon so oft gesagt. Ich habe so viele Videos dazu gemacht und lade euch ein. Schaut euch die Videos mit den Themen Angst, Ego, Macht einfach nochmal an. Jetzt ist die Zeit, sich in das Neue und Unbekannte hineinzubegeben. Hingabe bedeutet, das anzunehmen, was das Leben uns zuspielt. Wer glaubt, dass das Leben gegen ihn oder sie ist, wird es so erleben. Und wer darauf vertraut, dass das Leben immer für uns agiert, dass das Göttliche in uns und um uns herum
auf unserer Seite ist, wird es so erfahren. Und ja, ihr Lieben, es ist ein großes Kasperletheater gerade. Es wird immer lächerlicher. So lächerlich, dass immer mehr Menschen erkennen, dass diese Matrix einfach nur noch ein Witz ist. Und hinter dieser Matrix, hinter dem Nebel, wartet das Neue und Unbekannte. Wir können uns entscheiden, mit unserem ganzen Licht in das Unbekannte hineinzugehen. Wir brauchen nicht darauf zu warten. Es ist eine Entscheidung. Ich habe die Entscheidung getroffen. Und ich kann euch sagen, weiterhin wird es Gefühle geben. Weiterhin wird es diese Erde geben. Weiterhin wird es uns geben. Doch es ist unsere Ausrichtung, unser Herz, das den Weg bereitet. Wir können von hier aus, egal wo ihr gerade seid, egal ob ihr schon Jahrzehnte, Jahre oder vielleicht erst ein paar Tage erwacht seid, ihr könnt von dem Punkt aus, an dem ihr jetzt seid, in die Zukunft eure Freude, eure Liebe und eure Hoffnung senden. Ich nenne es Regenbogenweg. Der Regenbogen steht für Hoffnung. Und der Regenbogen führt uns, egal wo wir sind, hinter die Matrix. Das ist meine Botschaft für heute. So viele Menschen übergeben im Moment Botschaften, Channelings, ihre Wahrheit, damit sie anderen Impulse geben können für die neue Zeit. Immer wieder darf ich sagen, hört auf euer Herz, welche Botschaft für euch wichtig ist. Wenn sie euch unsicher macht, wenn sie euch Angst macht, ist es nicht eure Schwingung. Und dann ist die Botschaft vielleicht gar nicht für euch bestimmt. Wenn die Botschaft euch aufbaut, stark macht und nicht einlullt, passt auf, dass ihr euch nicht einlullen lasst, damit ihr aktiv seid. Lasst euch nicht wie ein Baby in den Schlaf singen, damit ihr nicht in einen falschen Schlaf kommt, der euch wieder zurückhält aus Angst vor dem Neuen. Okay? Spannend. Auch für mich gerade ganz neu. Also, es gibt viele Botschaften, die euch einlullen, die euch sagen, es ist alles gut, ihr braucht nichts zu tun, bleibt einfach, wo ihr seid. Es ist eine Gratwanderung im Moment zwischen innerer Stille, nach innen schauen, den Keller, das Unbewusste aufräumen, alte Verletzungen, Emotionen transformieren, ausmisten aus dem Sein und Aktivität, sprich andere mitfühlend unterstützen, sich umzuschauen, was kann ich jetzt tun, wenn es gewünscht ist, innerlich zur Verfügung stellen, wenn ihr mich braucht, wenn ihr euch aussprechen wollt, wenn ihr eine Umarmung braucht, wenn ihr ein Telefonat braucht, ich bin da. Wenn ihr etwas seht, was ihr aktiv tun könnt, was euch gut tut, was euch wirklich ruft, dann tut es. Bitte niemals aber über eure Kraft hinaus. Und bitte lasst euch nicht einlullen. Fallt nicht zurück in einen Schlaf oder in eine Angststarre. Es geht weiter. Es geht immer weiter. Hinein in das Neue. Bereitet euch einfach vor. Fragt euch bitte heute und in den nächsten Tagen, habe ich noch Angst vor dem ganz Neuen, völlig Unbekannten? Und dann freundet euch an. Stellt es euch vor, stellt euch der Angst und lasst sie ziehen. Denn die Angst vor dem Unbekannten ist zwar archaisch, kommt aus unseren Ursprüngen, aber das heißt nicht, dass sie der Wahrheit entspricht. Es ist eine Angst, die das Neue nicht kennt. Und weil das Neue jetzt gerade im Moment noch nicht da ist, auch wenn es sich gerade bildet, braucht ihr jetzt davor keine Angst zu haben.
Und je mehr ihr das Neue einladet und einfach sagt, ja, okay, ich habe schon so viel Neues erlebt, dann nehmen wir das Neue jetzt auch an, desto leichter geht es. In diesem Sinne, kommt schön in den Tag, genießt euer Sein und euch selbst zutiefst. In Liebe, eure Sonja Arif von Staden. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.